Paukenschlag in der Stadt Bruck an der Mur. Bürgermeister Bernd Rosenberger stellt sein Amt zur Verfügung. Damit beendet er selbst die ein Jahr dauernde Diskussion um seinen Abschied als Bürgermeister der Stadt Bruck an der Mur. Rosenberger geht aber mit Wehmut. Für mich war klar, und da habe ich nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ich im Jahr 2015 nicht mehr zum Brucker Bürgermeister kandidieren werde. Und deshalb habe ich mich entschieden, jetzt, und es ist genau der richtige Zeitpunkt, ein Jahr vor der nächsten Gemeinderatswahl auch diesen Schritt zu setzen. Ich werde heute im Brucker Gemeinderat erklären, dass das meine letzte Gemeinderatssitzung sein wird. Es ist ja eine umfangreiche Arbeitssitzung heute damit verbunden. Und ich werde ziemlich genau in einem Monat, oder fast genau in einem Monat, tatsächlich dann am 21. April meinen letzten Arbeitstag haben. Mit Johann Strassecker wurde sein Wunschkandidat in den Parteigremien einstimmig gewählt. Ich habe meinen Wunschkandidaten, den ich allen Parteigremien vorgeschlagen habe, nämlich meinen ersten Vizebürgermeister Hans Strassecker, vorgeschlagen und er wurde einstimmig in allen Parteigremien gewählt und designiert. Bis zum 21. April ist Bernd Rosenberger noch in Amt und Würden. Bei der Gemeinderatssitzung am 22. April soll dann sein Nachfolger Hans Strassecker übernehmen. So eine Entscheidung, dieses Amt wirklich zu übernehmen, bedeutet ja, dass man sich das wirklich sehr, sehr gut überlegt und darüber nachdenkt, ist man der Richtige, kann man diese Aufgabe schaffen. Und wenn man dann den Rückhalt hat in der eigenen Fraktion, im Stadtparteivorstand, mit 100% als Kandidat auch bestätigt wird, dann erleichtert das natürlich dieses Bemühen sehr. Und ich freue mich riesig, dass ich diesen Rückhalt habe und gemeinsam mit unserem tollen Team diese Aufgabe in Zukunft übernehmen darf, sofern ich am 22. April gewählt werde. Jetzt hat man ja immer gehört, der Hans Strassecker, naja, Bürgermeister, das ist nicht das unbedingt, was ich anstrebe. Was hat Ihre Meinung geändert? Diese Spekulationen laufen mir schon längere Zeit. Ich wollte einfach gar nicht antworten auf diese Fragen, die auch von dir regelmäßig gestellt worden sind. Aber im Ernst, das ist ja keine alltägliche Entscheidung, das zu tun und grundsätzlich dieses Amt anzustreben. Das muss man sich wirklich gut überlegen. Jetzt habe ich mich entschieden, das zu tun. Und wenn ich mich für eine Aufgabe entschieden habe, dann bin ich zutiefst überzeugt, dass ich das auch leisten kann. Und vor allem bin ich mit großer Motivation und großer Begeisterung dabei. Und das ist eine wesentliche Voraussetzung, Bürgermeister der viertgrößten Stadt in der Steiermark zu sein. In der SPÖ wird es durch das Ausscheiden von Bürgermeister Bernd Rosenberger einige Rochaden geben. So soll Peter Koch erster Vizebürgermeister werden. Sein Amt als Finanzstadtrat soll Andrea Winkelmeier übernehmen. Neu im Stadtrat wird Alfred Krähn sein und neuer Gemeinderat wird Magister Christian Mayer.